Danke, Herr Präsident. Geschätzter Herr Minister, ja, der vorliegende Frauengesundheitsbericht 2022 ist ja schon seit sehr langer Zeit verfügbar. Und in diesem Bericht sind trotz der langen Zeitspanne, die vergangen ist, die Erkenntnisse zum wesentlichen Teil gleichbleibend. Armut und Benachteiligungen machen krank, vorgegaukelte Schönheitsideale sind Stressfaktoren für Frauen und geringes Einkommen, Gewalterfahrungen, all das schwächt Frauen. Der Schlüsselfaktor war, ist und bleibt die psychische Gesundheit. Ein großes Manko ist die fehlende Datenlage und die wird im Bericht selbst ganz klar festgehalten. Die Daten seien nicht repräsentativ, schwer zugänglich oder fehlen überhaupt. Teilweise wurden Daten nicht einmal aus Österreich verwendet. Und erschütternd ist, dass auch im Hearing angesprochen wurde, dass die Problematik der fehlenden Datenlage seit Jahrzehnten bekannt ist. Im Hearing gäbe es eine Lösung, es wurde gesagt, mittels der Ressource Dokumentationsassistent kann das gelöst werden. Und es dauert mindestens 5 Jahre, um das umzusetzen. Es braucht Lehrpersonal, es braucht entsprechendes Budget, aber diese Umsetzung wäre für den gesamten medizinischen Bereich wichtig und laut den Experten im Hearing eigentlich international üblich. Und das wäre ein eindeutiger Auftrag an den an den Gesundheitsminister, aber wir wissen, Sie werden dafür nicht mehr zuständig sein. Es wird auch eine präzisere Betrachtung bestimmter Zielgruppen empfohlen. Frauen in den Wechseljahren und Frauen mit Behinderung kommen im Bericht nur am Rande vor. Dass es mit der mentalen Gesundheit von Frauen und von jungen Menschen in Österreich sehr schlecht ausschaut, das diskutieren wir hier sehr oft. Aber es wird im Bericht ganz klar bestätigt, dass bei Frauen und Müttern die Zahl der psychischen Erkrankungen stark ansteigt. Aufgrund der Belastungen der Corona-Krise und genauso aufgrund der überschießenden, überbordenden Maßnahmen, die besonders zulasten der Frauen gingen. Denken wir an Homeschooling, geschlossene Betreuungseinrichtungen, von Krabbelgruppe bis zu Behinderteneinrichtungen, 24-Stunden-Betreuung ist ausgefallen und so weiter. Auch Frau Universitätsprofessorin Dr. Wemmer Buchinger befürwortete beim Hearing meine Forderung nach Psychotherapie auf Krankenschein als dauerhafte Leistung, kassenfinanziert und kostenfrei. Entsprechende Anträge von uns wurden hier aber immer abgelehnt. Und auch andere wichtige Aspekte im Frauengesundheitsbericht wurden nicht umfassend behandelt, insbesondere die reproduktive Gesundheit. Und hier bräuchten Frauen in Krisensituationen Halt und Stabilisierung. Überhaupt nicht erwähnt wurde die Bedeutung der ergebnisoffenen und unabhängigen Schwangerenberatung. Der leichtere Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen wurde im Bericht aber sehr wohl ausreichend behandelt. Ein Schelm, der hier Böses denkt. Auch der Bereich Betreuung und Begleitung von Müttern nach der Geburt ist nicht entsprechend abgebildet. In Österreich sind Stillberaterinnen beinahe nicht vorhanden und der Hebammenmangel ist eklatant. Für Mütter in schwersten Krisen gehabt. Es gibt keine Spezialambulanzen bzw. eine einzige für peripartale Psychiatrie und in weiterer Folge bei postpartaler Depression auch keine entsprechende Versorgung, Bettenmangelware. Und beides wurde im Hearing auf meine Nachfrage ganz klar bestätigt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen also, es gibt genügend Gründe, um diesen lückenhaften Bericht nicht zuzustimmen, denn die Frauen in unserem Land haben sich Besseres verdient.